Der Pranger. Achtung. Was sagt denn Wikipedia dazu? Der Pranger. Wobei zu dem Pranger noch ein bisschen mehr gehört wie nur das Holzbrett, weil da kann ja weglaufen. Der Pranger, Schandpfahl oder Karg. Mhm. Folterwerkzeug, ab dem 13. Jahrhundert weite Verbreitung, Bauform. Gibt es verschiedene Verbreitung? Berühmte Fälle an den Pranger stellen. Aber da steht jetzt nicht, von wem der kommt. Strafe. Pranger, vielleicht muss ich ein bisschen spezifizierter sein. Er finde. Mittelalter-Lexikon. Probieren wir es doch mal da. Was aussieht wie Wikipedia. Also ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Was heißt auf die Schnelle? Ich werde, wenn ich mir das Video angucke, den Namen raussuchen und es da mal direkt googeln. So, weil ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. You said Vilar de Fuentenegro is a superstitious village. As soon as the word spread that you can understand every language, your neighbors denounced you to the Inquisition. Na, vielen Dank. Why is there a hog in my cell? Like you, it awaits its turn to be tortured and judged. If only it would wait in silence. Stimmt, die haben auch Tiere der Hexerei bezichtigt. Ich verstehe. What's my disgusting cell companion accused of? With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild, and ate him. That's murder, not sacrilege. Ah, were it only a murder, it wouldn't be judged by the Inquisition, but by your former father. The monk had just received communion, you see. According to the church, he had Christ's body inside him. So the hog received communion by eating the monk, and as we all know, taking communion without being baptized is a sacrilege. One common of demons. It's total foolishness, but ours is a foolish world. Boah, ich komme vor wie ein Schilder, gell? You crazy? How can the Inquisition judge an animal? This isn't the first time. Months ago, a bunch of termites were judged. They had eaten an altarpiece. The French Inquisition, on its side, got a hog to confess a crime after torturing it for days. That really is crazy. Oh, the Inquisition is a magnificent craze. In any case, once you get to know my methods, you will be sure I can coax a confession out of the most silent of stones. So then, you're going to torture a hog? I will admit, it's not as satisfying as torturing a human being. But we all must do things we don't really like. As soon as I finish with you, I'll start on it. Das arme Tier. But if the noise that the hog makes annoys you, how will you be able to torture it? It's true that the crying of a baby would disturb my dreams. But the cries of a baby being torn apart by my own hands would embellish them. Ja, der Mann hat ganz andere Probleme. That scar on your face,
It's the longest one I've ever seen. A gift from battle, from a soldier of that usurper Don Juan of Portugal. He was taken prisoner. I recognized him and tortured him savagely on 2 days. I owe him my current location. Who was in my cell before me? A simpleton who satisfied his onanist impulses during vigil mass. The idiot couldn't understand what he was accused of. He didn't have a clue what to confess. Shame, really. Na, das klingt doch fair. Then the Inquisition will be very happy to hear about your absence of faith. You'll be pleased to know that this is exactly why the Inquisition hired me. So many prisoners down here threaten me with their satanic powers. A superstitious man would have fallen prey already. Das macht auf eine erschreckende Art und Weise tatsächlich Sinn. Ergibt Sinn, Entschuldigung. Oh, for God's sake, have mercy on me. Half a minute ago, you threatened me in the name of Satan. If my soul had any room for mercy, it wouldn't be for you. Ein Versuch war's wert. Okay. Wir können uns hier nicht rausreden. Wir können ihn nicht anflirten. Wir können gar nichts machen. Vermutlich würde ich dafür auch noch als Dämon bestraft werden und doppelt so viel gefoltert werden wie ohnehin. Ein Tier zu foltern ist schon ekelhaft, weil... Das kann ja nichts sagen. Aber ich will auch nicht wissen, wie viele vielleicht Kinder gefoltert haben oder sowas. Weil die dachten, die sind die Kinder von Hexen oder Teufeln oder sowas. Irgendjemand muss von oben auf dich herabschauen, denn wenn du dich unter dem Licht bewegst... Entschuldigung. Ich habe damit echt nicht gerechnet. Ich dachte, da fällt jetzt vielleicht was runter, aber nicht, dass da jemand runterfällt. Hi. Alonso, der Sohn des Kochs deines Vaters. Vor 2 Wochen verließ er das Haus des Fürsten, um sein Glück zu machen. Hat wohl nicht funktioniert. Nun, wenn er irgendwas gemacht haben sollte, dann gewiss nicht sein Glück. Huch, ich hab da was gucken können. Der Tod? Obwohl er etwas älter als du ist. Pardon, war. Oh. Alonso so groß und so schwer wie du. Ist Alonso so groß und so schwer wie du? Das ist ein bisschen merkwürdig. Armer Alonso, vor ungefähr 3 Jahren wurdet ihr dabei erwischt, wie ihr zum Scherz die Kleider vertauschte. Dein Vater wies dich zurecht, Alonso konnte tagelang nicht mehr sitzen. Ich verstehe noch nicht, was das ist, was da unten aufblinkt. Ich hätte vielleicht doch das Tutorial durchspielen sollen. Kein Puls, doch die Haut ist noch nicht völlig erkaltet. Also kann er noch nicht lange tot sein. Eine kleine Rolle Pergament, seltsam schwer. Ich habe wohl scheinbar ein Inventar. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es aufmache. Wer auch immer diese Leiche hier hinuntergeworfen hat, will offenbar, dass sie deinen Platz als Gefangener einnimmt. Sobald der Rest des Plans verwirklicht ist, tauschst du mit ihm die Kleider. Du öffnest vorsichtig den Beutel. Was sich darin befindet, muss mit Umsicht behandelt werden. Ein Frosch. Eine Kröte. Eine fuentegranische Dämonenkröte. Ich habe keine Ahnung. Mit Drüsen auf dem Rücken, deren giftiger Schleim Halluzinationen hervorruft. Ach, ist das so eine Kröte? Wo war denn das? Wo haben die Kröten geleckt?
Da gab's mal. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Welchem Cartoon war das? Ich meine nicht Avatar, das war was anderes. Wo sie Kröten geleckt haben für Halluzinationen. Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich könnte mal kurz in die Einstellung gucken, weil wo ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich. Ah ja, das hat er nicht. Also das hat er vermutlich für meinen letzten Spielstand genommen, aber nicht für den. Ich mache mal die Musik einen Ticken leiser und die Effekte einen Ticken leiser, weil ich es gerne habe, dass die Sprachausgabe lauter ist. Speichert er das? Das speichert er so. Okay. Grafikqualität, was haben wir da? Ich bin, glaube ich, auf dem höchsten. Okay. Sprache. Also Synchro gibt es nur auf Englisch oder Französisch. Wir lassen mal Englisch, das kann ich wenigstens. Ich könnte. Ah, die Controller-Vibration, die möchte ich gerne ausmachen. Ich könnte das Tutorial nochmal anmachen, aber wir lassen das jetzt einfach mal. Ah, ja. Ah, da kann ich mir das noch That's my mal. disgusting cell companion accused of. With sacrilege. The monk who took care of it cut himself with a farming tool. The pig smelled the blood, went wild and ate him. Ich verstehe, aber wie komme ich? Wie komme ich an die Dinger da links? Oh. No five paths, no have. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Ah ja, das kann ich sogar mit zwei Buttons aufrufen, während ich im Menü bin. Einmal mit Back und einmal mit der rechten oberen Schultertaste. Ach, und mit der linken. Mit der linken komme ich hier rüber. Das ist merkwürdig. Dann könnte das Ding mal wieder da weggehen, oben, dieser Error. Das wäre super. Okay, also mit der linken unteren Taste mache ich das Item-Menü auf, was dasselbe Menü ist, wo ich mir auch die Dinger nochmal angucken kann. Und mit der rechten komme ich dann darüber. Das ist sehr merkwürdig. Was auch immer das sein mag, es ist durch das Loch oben gefallen oder geworfen worden. Und das ist schwer. Dann mach's doch mal auf. Kann ich loslassen? Okay, ich kann loslassen. Der Sohn des Fürsten muss sterben, der Sohn des Teufels muss leben. Das ist Latein. Du hast nie gelernt, das zu lesen, doch jetzt kannst du es verstehen. Ach, und ja, ich bin ja auch der Sohn des Teufels. Hallo? Okay, was ist das da? Ein kleiner Gegenstand aus Metall, der vielleicht dorthin geworfen wurde, um dir bei deiner Flucht zu helfen. Die Frage ist, wie? Das ist eine gute Frage. Okay. Kröte. Vor Jahren hast du mal den Rücken einer Dämonenkröte berührt und danach für Stunden an Feen und Elfen geglaubt. Ein Seil. Wenn du jetzt fliehst, wirst du für den Rest deines Lebens verfolgt werden. Bevor du also über jenes Seil dort kletterst, solltest du sicher gehen, dass dir dies nicht widerfahren wird. Okay, aber ich werde vermutlich erstmal meine Ketten loswerden müssen. Ich weiß noch nicht wie, weil ich nicht weiß, was das ist. Es ist keine Einwegbrechstange. Die sieht nicht aus wie eine Brechstange. Das Ding sieht nicht aus wie eine Brechstange. Aber ich kann mit meinem neu gewonnenen Wissen nicht viel.
viel anfangen, habe ich so den Eindruck. Wenn sein Antlitz nicht wäre, könnte er als du durchkommen. Was soll ich denn machen? Wenn du das willst, musst du dich zuerst von diesen Ketten befreien, wenn ich diese Stange haben will. Ja, aber wie benutze ich denn ein Item? Überhaupt. Bringt mir das jetzt noch irgendwas? Okay. Du hast die. Der Sohn des Teufels muss leben. Du hast dieses Geweih getragen. Die Notiz bezieht sich auf dich. Ja, ich weiß. Das ist eine merkwürdige Art. Kann ich da die Kröte reinschmeißen? Die tote Kröte, weil die atmet nicht. Ich würde die da gerne in das Fass werfen. Damit der Halluzinationen kriegt. Die Frage ist nur, wie ich das machen könnte. Ein Folterwerkzeug, das als Schraubstock bekannt ist. Du streckst dich, soweit es die Ketten nur erlauben, doch du bist noch immer zu weit entfernt. Das ist. Keine Ahnung, was ich zu machen habe. Ich fühle mich gerade so ein bisschen doof, ne? Die erlöschenden Flammen sind noch heiß genug, um den gewaltigen Kessel zu erhitzen. Das ist schön für den Kessel, aber... Hat dich die Inquisition mit ihren speziellen Eigenarten nun auch angesteckt? Ich habe alles durchgemacht. Ich fände es wirklich eine gute Idee, die Kröte da reinzuwerfen.
Tote Krähen fressen keine Kröten, selbst Halluzinogene nicht. War das bei Family Guy? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich kann ja auch bei dem nicht dieses, oder? Wartet mal. Dort kommst du nicht ran. Warum nicht? Kann ich dem die Kröte geben? Wie zu erwarten, hat der Keiler die Kröte gefressen. Doch was geschieht nun, sobald das Gift sein Hirn erreicht? Das ist deutlich weniger leicht zu sagen. Ich habe sie noch im Inventar. Nein, ich wollte nicht die Stange. Ich wollte... hier Items benutzen. Da sehe ich was ganz Entscheidendes. Ich will die Klamotten haben. Wo genau ist gerade das Problem? Was sehe ich gerade nicht? Ja, das weiß ich doch. Hä? Bin ich gerade... Antwortet bitte nicht. Das ist eine rein rhetorische Frage. Bin ich gerade zu blöd? Ich habe Hunger, ich habe noch nichts gegessen.